so, und übrigens, was Krankheiten und so angeht, und dieses Unschuldslamm raushängen lassen, was man im Gesicht schon sieht. Dieser Blick, ne? So, dass du vom Gesicht jemanden ablesen kannst. Ich gehe gerade durch tausend Tode, so ungefähr. Und ich muss jeden Tag das perfekte Selfie posten und das und das machen und keine Ahnung und das über Jahre hinweg. Und nicht so zu tun, als ob man es macht, aber man macht es. Dafür gibt's. Das sind kranke Leute. Ohne Scheiß. Das sind Krankheiten. Und so eine Krankheiten gehören behandelt. Und die gehören nicht behandelt, indem man sich einfach eine Binde um den Daumen wickelt, sich auf den Rollstuhl setzt und dann ein Foto macht, sondern das gehört richtig behandelt. Und ich habe halt stark etwas dagegen, wenn solche Accounts viral gehen, weil so eine Leute richtige Krankheiten haben. Und das kenne ich halt aus dem Bekanntenkreis. Ich mache da keinen Spaß. Eine Freundin von meiner Nichte hat Borderline, die hat wirklich Borderline. Und das ist ein junges Mädchen, die ist noch nicht mal 15. Die zerschlitzt sich die Arme, die Eltern kämpfen um das Sorgerecht und alles. Und man muss es den Leuten ja auch nicht ansehen. Die müssen ja auch keine zerschnittenen Arme oder so haben. Aber wenn du mental zumindest noch ein bisschen Gehirn hast, siehst du es aber, wenn du Empathie besitzt, siehst du es den Leuten an. Und so eine Accounts gehören nicht, dass die viral gehen. Und so eine Accounts gehören nicht in die Hände von einem Arschloch-Boyfriend, um es mal so zu sagen. Die gehören da einfach nicht hin, dass ich einfach nur selber feiere. Und einerseits das Mädel und die Beziehung dermaßen pusht, aber andererseits dem Mädchen oder der Frau, nachdem, wie du es sehen willst, oder was auch immer, jegliche Individualität abspricht, weil der alles macht. Gehört da einfach nicht hin. Und wenn ich das ist Persönlichkeit, Bruch oder irgendetwas, das ist Datenschutz. Das mache ich nicht öffentlich. Und ich kenne aber so eine Mädels. Ich weiß, wo sowas endet und ich weiß, wie so etwas aussieht. Und so eine Accounts gehören verdammt nochmal nicht viral. Und da habe ich stark etwas dagegen, auch aus dem Bekanntenkreis. Die Schwiegereltern von meiner Schwester sind Ärzte, geschulte Ärzte. Ich kenne halt auch Ärzte. Und jeder von uns hat ein Problem. Aber wenn man sich in den Grundzügen mal mit Psychologie beschäftigt hat oder irgendetwas, und nicht jeder hat das Glück, ein gutes Auffangnetz zu haben, müssen halt andere einfach mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. So, ganz einfach. Und du siehst es. Du siehst es. Jemand, der entweder Depression hat oder Borderline. Und ich mache da keinen Spaß. Die Leute, es braucht ein falsches Wort zum falschen Zeitpunkt. Die Leute springen von der Brücke oder drohen dir. Oder ich habe auch schon Mädels erlebt. Eine Freundin hat mich mal angerufen. Oder ihr Freund hat mich angerufen. Ich weiß nicht mehr direkt, wie das gewesen ist. Da war die Polizei, ernsthaft, da war die Polizei im Haus, weil sie gedroht hat, sich umzubringen. Da war wirklich die Polizei im Haus. Das war jetzt nicht irgendeine Fehlgeschichte, das war halt wirklich so. Und so etwas gehört nicht online. Und so etwas gehört auch nicht ins Fernsehen. Und mit so etwas wird auch kein Geld verdient. Ich habe strikt etwas dagegen aus meinem Bekanntenkreis und meinem sozialen Netz heraus. Etwas dagegen. Wenn so eine Leute mit ihrer Krankheit, und es ist eine Krankheit, wenn so eine Leute provokativ mit dieser Krankheit Geld verdienen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein Ernährungsproblem habe oder weiß ich nicht, oder ein Ernährungsproblem ja schon, ne? Sonst, ne? Würde ich ja Zucker vertragen können und alles. Aber es gehört halt nicht in dieser Art und Weise in die sozialen Medien und es gehört auch nicht gefeiert und derjenige, dem gehört verdammt auch kein Preis in die Hand. Die Leute sind nicht zu verurteilen, das sind zum Teil liebe Menschen und alles drum und dran, aber Sachsen sagt da Strick aus Ende. Das würde es hier nie geben, genauso wenig wie es in Westdeutschland gibt, dass beispielsweise ich für irgendjemand Nummer eins bin. War nie so, wird nie so sein. Und das ist, wie sagt man so schön, zwei verschiedene Weltbilder und es hat sich viel getan seit der Wende, aber es hat sich auch viel da oben festgesetzt,
wo sowohl Westdeutschland als auch Ostdeutschland einfach sagt, pisst euch gegen's Bein, fickt euch einfach nur noch. Ist halt einfach so. Westen schwimmt im Geld. Der Osten, ja, weißt du, wir müssen halt alles natürlich machen und so, verdienen damit kein Geld mehr und werden dann angezeigt, wenn wir unsere Meinung sagen hier. Und Westdeutschland hat halt seine ganzen Influencer, ne, mit den Rehäuglein, die den Männern das Geld aus der Tasche ziehen und die Ehemänner abgreifen. So sind die Fakten halt hier und der Osten geht arbeiten. Der geht richtig arbeiten, der benutzt halt seine Hände und der benutzt halt nicht seine Hände, um jemanden einen runterzuholen, sondern der baut halt was.